Ja, also hier haben wir natürlich den Markus Krug als Gewinner der A-Junioren zusammen mit zwei erfahrenen Spielern, die schon ein bisschen mehr erreicht haben als er. Zunächst mal erste Frage, du hast den Titel gewonnen bei den A-Junioren. Warst du überrascht von der Wahl? Also ja, ich war schon überrascht, weil das insgesamt durch die Leistungen der Mannschaft kam und die Mannschaft eigentlich gut gespielt hat, alle zusammen. Die Ergebnisse haben halt oft nicht gestimmt, aber ich dadurch natürlich auch gut dastehen konnte und mich gefreut habe, dass ich den Titel holen konnte. Okay, was machen denn die A-Junioren aus? Und ja, klappt es dieses Jahr mit dem Klassenerhalt? Also dieses Jahr ist die A-Junioren sehr spielstark, muss ich sagen. Aber kämpferisch hoffe ich mal, dass es besser wird in der nächsten Halbserie. Und ich hoffe mal, dadurch können wir auch den Klassenerhalt sichern. Und ich hoffe, dass wir die Einstellung besser einstellen und spielerisch natürlich auf dem Niveau bleiben, dass wir den Klassenerhalt sichern können. Jetzt frage ich gleich mal weiter, was macht denn einen guten Nachwuchsspieler aus, der mal groß hinaus will? Kevin, du hast ja auch in Auerbach in deinen Nachwuchszeiten gespielt. Was kann man denn jungen Spielern mit auf den Weg geben? Ich glaube, sie sollen einfach die Sicherheit behalten, die sie so haben und einfach den Spaß am Fußball haben. Das ist das Wichtigste, dass sie das zeigen, auch das Selbstvertrauen, was sie haben. Sie haben ja im Endeffekt eigentlich nichts zu verlieren. Also warum sollte man da verkrampfen? Und sie sollen einfach immer den Spaß am Fußball haben und dann wird es auch vielleicht mal zu hören reichen. Also uns würde es sehr freuen, wenn welche aus dem Nachwuchs dadurch hochkommen. Das ist gut. Masse, du hast natürlich auch erfolgreich im Nachwuchsbereich gespielt. Was würdest du jungen Spielern mit auf den Weg geben wollen? Ja, wie gesagt, also ich bin hierher gekommen und habe gesagt, wenn du keinen Spaß hast am Fußball, kannst du aufhören. Aber ich sage auf alle Fälle, wenn du Spaß hast am Fußball und als Mannschaft zusammenwächst, dann kann es nur klappen. Du spielst mit deinen Kumpels zusammen, du hast keinen Druck, du kannst dich entwickeln. Und das Positive ist, du musst einfach sehen, dass du jede Woche deine Leistung bringst und dann wirklich dich für die erste Mannschaft empfiehlst. Und dann wird es der Trainer auch honorieren und du dann wirklich für die nächsten Jahre weiterkommst. Vielen Dank an euch drei und natürlich viel Erfolg.